Überall tönt es durch die Lüfte, froher Schall. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei uns in der Swiss Mountain Klinik Küche. Und ich würde sagen, insbesondere an diesem Weihnachtsfest, oder? Ja. Kennst du dieses Weihnachtslied eigentlich, was ich gerade gesungen habe? Nein, leider nicht, aber jetzt kenne ich. Ein italienisches Weihnachtslied singst du zum Abschluss der Sendung, okay? Oh nein, nein, ich bin timida, wie sagen wir? Ich bin schüchtern. Ja, liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben an diesen Tagen vor Weihnachten oder vielleicht auch zum Weihnachtsfest, um mit uns gemeinsam dieses Fest zu gestalten. Für jeden ist es sicherlich ein ganz besonderes Fest im Jahr und die ein oder andere Großmutter, Mutter, Vater, manchmal auch die Kinder, wie bei mir früher zu Hause, überlegen sich oft was ganz, ganz Besonderes zu diesem Fest, um die Familie, die Freunde, die Gäste zu verwöhnen. Und wir haben heute für Sie auch ein ganz besonderes Gericht vorbereitet. Ja. Stimmt's? Ja, stimmt. Kannst du den Zuschauern mal erzählen, was das ist? Ja, wir machen heute etwas ein bisschen nicht wirklich in Swiss Mountain Clinic Art, weil wir benutzen nicht so oft Jakobsmuscheln mit einer schönen Champagnersoße, also mit Champagne parfümiert und eine Erbsen-Dill-Creme. Lecker! Und dann als Aperofast vorbereiten wir Black Tiger. Das sind hier Garnelen, oder? Ja, Garnelen mit große Garnelen mit Ingwer und Limettenblätter mariniert auf einem Passionsfruchtsbett. Wow. Also ich finde, das klingt ziemlich, ziemlich lecker. Und vielleicht haben Sie keine Zeit mehr, alle Zutaten einzukaufen, bevor Ihre Gäste kommen, aber dann vielleicht fürs nächste Jahr soll diese Sendung eine Anregung sein. Und wir wollen uns auch in dieser Sendung mal dem Thema Fisch widmen. Jakobsmuscheln, wir haben Garnelen, also wir servieren Ihnen heute Meeresfrüchte. Und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gab es den berühmten Ernährungswissenschaftler und Zahnarzt Dr. Weston Price. Und er hat eigentlich gesehen, dass diejenigen, die viele Meeresfrüchte verzehren, dass sie weniger Karies hatten, stabilere Knochen, dass die geschützt waren von neurodegenerativen Krankheiten. Und er hat das wirklich auf die zahlreichen Mineralien, Spurenelemente, auf das Zink, auf das Jod zurückgeführt, die in den Meeresfrüchten wirklich in hoher Konzentration vorhanden sind. Das Problem ist aber heute, Georgia, das weißt du sicherlich auch, dass die Meere belastet sind, wirklich von den Abfällen der Industrie. Wir haben das Mikroplastik, wir haben immer wieder das Quecksilber, über das gesprochen wird. Und deswegen lohnt es sich wirklich mal zu überlegen, macht es Sinn, heute noch so viel zu verzehren oder nicht? Isst du viel Fisch, Georgia? Ich esse Fisch sehr gerne. Ich esse lieber Fisch als Fleisch. Ja. Oh, das war mein Weihnachtsmann. Dann kommt er einfach so mit in die Sendung, ne? Weil den hatte ich extra besorgt, dass der uns begleitet an diesem Tag. Unser Santa Claus, den kann ich jetzt nicht anmachen, den halte ich einfach in der Hand wie mein Baby. Okay. Okay. Wunderbar. Aber so kannst du mir nicht helfen. Ich helfe dir sowieso die ganze Sendung jetzt schon nicht mehr, weil du alles alleine machst und du machst das wunderbar. Aber ich helfe dir gerne. Ich kann immer noch hier. Ah, ja. Olivenöl haben wir hier, wir haben Weißwein, wir haben also Champagner. Entschuldigung. Es stimmt, das prickelt so ein bisschen. Orangensicher, also ich kann dir anreichen, wenn du möchtest. Super. Aber mein Sammy Klaus, wie man in der Schweiz sagt, gebe ich nicht aus der Hand. Okay, perfekt. Hier Knoblauch und Zwiebel leicht dünsten. Wenn die leicht gedünst sind, Erbsen dazugeben. Und dann erkläre ich weiter, wenn wir bereit sind. Zwiebeln und Erbsen passen sehr gut zusammen, finde ich. Ja. Das gibt ein sehr schönes Aroma und Zwiebeln sind ja sowieso überall immer drin. Und Erbsen, Erbsen frisch oder aber auch aufgetaut,
haben viele Aminosäuren, Mineralien und vor allem auch Ballaststoffe, gut für die Verdauung. Also Erbsen sind eine hervorragende, insbesondere aber auch Proteinquelle. Genau. Jakobsmuscheln leicht salzen. Mhm. Warten wir, bis das Öl heiß ist. Ja. Wir machen mehrere Sachen gleichzeitig. Kein Problem. Jakobsmuscheln sind ja wirklich auch in der Haute Cuisine eine Delikatesse, oder? Ja, Ich liebe es. Kann man auch roh verwenden. Ich weiß, du bist nicht ein Fan vom rohen Fisch. Aber ab und zu ein schönes Jakobsmuschel-Carpaccio. Und ich, auch nicht schlecht. Ich glaube, darum geht es auch, liebe Zuschauer. Ne? Also sicherlich sind die Verhältnisse in dem Meer nicht mehr so wie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, auch wenn es da auch schon viele Industrieabfälle gab. Aber heutzutage haben wir eben noch viel, viel mehr, dieser ganze Mikroplastik, der sich dann in den Fischen befindet. Das ist das, was wir auch aufnehmen, was wir auch immer wieder sehen, ne? Wenn wir die Patienten behandeln und sie entgiften, in den Iluaten der Inosferese zum Beispiel. Aber es macht nichts von der toxischen Belastung, wenn Sie ab und an eine Jakobsmuschel essen, wenn Sie ab und an Garnelen verwenden. Es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Obwohl man sagen muss, dass die WHO Quecksilber auch zu den 10 schädlichsten, ja quasi krankmachenden Substanz erklärt hat. Und deswegen ist es auch nicht zu unterschätzen. Und ja, ich habe die Erbsen dazugegeben. Mhm. Ich salze das und ein bisschen Pfeffer. Und insbesondere große Fische, die dann wieder die kleineren fressen. Und die kleineren sind mit toxischen Metallen und so weiter verseucht. Und in den großen lagert sich das dann natürlich an. Und gerade in den fetten Fischen. Denn viele, viele, viele Toxine lagern sich gerne im Fettgewebe ab. Und gerade die fetten Fische, die haben viel Omega-3. Ne? Eigentlich die, die wir gerne verzehren, die wir gerne essen und die wir auch essen sollten. Aber eben, die Dosis macht das Gift. Wir tun aber aus diesem Grund hier bei uns in der Klinik, haben wir auch schon oft erzählt, wirklich nur lokalen Fisch einkaufen. Hier aus dem Kalankatal und aus Lostallo. Aus Lostallo, aus der großen Lachsfarm, aus der Zucht, die aber wirklich unter sehr, sehr guten Bedingungen dort die Fische groß werden dürfen, die artgerecht gefüttert werden, biologisch gefüttert werden, die viel Platz haben, die bekommen Klänge eingespielt in ihr Wasser und die werden wirklich auf sehr gesunden und auch artgerechten, ja, in einer artgerechten Art und Weise auch geschlachtet. Das ist ja auch immer das, gerade dieser ganze Schlachtungsprozess. Ich weiß, es ist nicht schön, es ist Weihnachten, aber Garnelen, die werden manchmal wirklich einfach so lebendig ins heiße Wasser geworfen. Mhm. Und genau das ist das, was einfach auch vom Tierschutz her wirklich nicht sein darf. Denn es sind auch Lebewesen. Ich störe dich ganz kurz. Mhm. Die Jakobsmuscheln garen wirklich sehr schnell. Mhm. Jetzt, ich habe das schon umgedreht. Und jetzt in ein paar Sekunden werde ich das auf die Seite nehmen. Und dann machen wir die Soße. Okay. Mhm. Was machen wir denn für eine Soße? Champagnersoße. Ah ja, stimmt, das hast du zu Beginn erklärt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr festliches Mahl zu Weihnachten, was wir hier für Sie vorbereitet haben. In der Zwischenzeit kochen die Erbsen, noch vielleicht ein bisschen Flüssigkeit genau. Dazu, Wasser oder auch gerne Gemüsefond. Dann, ich weiß, du hast immer ein bisschen Angst. Mit Champagner. Die Herzen sind einfach hier sehr heiß und deswegen, wenn man zu nah am Feuer steht, dann passiert es schon mal, dass man einen Spritzer abkriegt. Ja. Abgesehen vom Tierschutz ist es natürlich so, dass die Meere auch heutzutage überfischt sind, liebe Zuschauer. Aber genauso gut, nicht nur in den Meeren, auch in der Zucht.
die Tiere bekommen, Hormone, die Tiere bekommen, Antibiotika. Es ist wirklich nicht mehr schön, was dort in diesen Zuchtfabriken abgeht und auch wie quasi getrickst wird. Ne? Wenn man zum Beispiel Lachs, wenn er nicht richtig gefüttert wird, dann bekommt er nicht seine rosarote Farbe. Also werden einfach irgendwelche Farbstoffe hinzugefügt. Und wer ist das? Der Verbraucher. Und das ist einfach nicht das, was wir auf dem Teller haben sollten. Denn das hat nichts mehr mit natürlich zu tun, auch wenn es vielleicht als natürliche Farbstoffe deklariert sind. Ich habe mit Champagner aufgelöscht. Mhm, habe ich gesehen. Orangenzeste dazugegeben. Jetzt ein bisschen reduzieren lassen. Mhm. Butter dazugeben. Der hat einen ganz schönen Bauch, mein Weihnachtsmann. Hast du es gesehen? Ja. Der hat viel gegessen. Viele Jakobsmuscheln gegessen. Genau. Die Erbsen kochen. Die Kombination finde ich übrigens sehr schön, die du dir überlegt hast, weil es ist sehr frisch. Was machen wir mit den Feigen? Ich habe auf das Rezept Carpaccio geschrieben, mhm. aber wir hatten vor ein paar Wochen riesige Feigen bekommen. Aber jetzt, also man kann nicht immer alles entscheiden, sind ein bisschen kleiner gekommen. Mhm. Und ich habe mich gedacht, wäre schön, wenn ich einfach so eine kleine Salat und ich schneide das in Vierteln oder... Viertel ja. Ist doch wunderschön. Ich kann das auch schon machen, wenn du möchtest. Ja, und ich wollte nur ganz kurz zeigen, das ist auch wichtig, wenn die Soße bereit ist... Woher weiß ich denn, dass sie bereit ist? Siehst du die Konsistenz, wie das... Die Blasen? Ja, und es ist auch perfekt, die Konsistenz perfekt dick. Mhm. Und jetzt einfach mit das Löffel. Der Vorteil an diesem Rezept, finde ich, ist, dass es nicht so lange dauert, oder? Ja. Weil oftmals so eine Ente oder eine Gans, ein Braten, braucht einfach Stunden. Sowohl von der Vorbereitung mit dem ganzen Marinieren, dann im Ofen. Und man muss dann schon früh anfangen und man ist ja noch mit Baumschmücken beschäftigt und vielleicht mit den Kindern noch Plätzchen backen. Als Mutter muss man die Geschenke alle einpacken. Der Vater muss irgendwie mit den Kindern sich irgendwie anderweitig beschäftigen. Also man hat ja eigentlich viele andere Dinge an Weihnachten zu tun, wenn man eine junge Familie hat und möchte vielleicht nicht die ganze Zeit schauen, wie geht es dem Braten und die Temperatur messen. Deswegen ist es ein sehr schönes Rezept. Ja, wie viel Zeit muss der Zuschauer hier so kalkulieren? Für eine Erbsencreme und Jakobsmuscheln, das könnte auch ein Hauptgang sein. Also ich kann mich das gut vorstellen als Hauptgang. Nicht mehr als 15 Minuten. Wow. Also natürlich nicht für 20, wenn wir zu 20 sind, dann länger, aber so für 4, 6. Und es ist ja auch einfach, Erbsen haben ja viele auch tiefgefroren. Und Jakobsmuscheln, bekommt man auch tiefgefroren. Eher selten, vielleicht in den Großstädten, in einem gut sortierten Delikatessenladen oder großen Kaufhäusern unten in der Abteilung, in der Supermarktabteilung quasi. Dill passt immer zu Fisch. Ja. Mhm, aber auch zu Erbsen. Stimmt, das ist eine gute Kombination. Man kennt Erbse-Minz-Aroma. Ne? Erbse wird ganz oft mit Minze kombiniert. Aber mit Dill ist noch mehr Natalizio. Mhm. Natalizio heißt weihnachtlich. Genau. Jetzt. Er macht mich einen Scherz jedes Mal. Dann hältst du einfach fest. Wenn wir sehen, dass es so ist, können wir immer ein bisschen Flüssigkeit noch dazu geben. Ja, das stimmt. Manche Hochleistungsmixer sagen auch, was man tun muss. Ja, ne? Stimmt. Aber hier spürst du es einfach. Ja. Man muss rühren.
Hast du einen Rührstab oder einfach vielleicht hier mit einmal rumrühren? Ja, und noch ein bisschen Flüssigkeit. Genau. So, einfach mit mehr Flüssigkeit könnte man jetzt auch eine Erbsensuppe, oder? Ja, ich liebe Erbsensuppe. Ja, Erbsensuppe ist... Aber was man hier gar nicht kennt, ist so Erbseneintopf. Nein, kennt man nicht, stimmt. Ah, jetzt ist perfekt, siehst du? Ja. Das hier? Ja. Kannst du machen, wenn du magst. Einmontieren? Ja. Und wir sind schon bereit. Wow. Siehst du, wie schnell? Mhm. Es fehlt uns eigentlich nur noch der Feigensalat. Also Sie sehen, das geht wirklich ganz, ganz schnell, liebe Zuschauer. Könntest du uns noch mal erklären, warum wir jetzt quasi das Öl zugeführt haben oder beigemengt? Mhm. Für die Konsistenz. Mhm. Es wird ein bisschen più spumosa. Mhm. Also ein bisschen cremiger, ne? Ja, und schaumig und noch mehr fluffig, mhm, kann man so sagen. Ja, ja, fluffig, ist richtig. Mhm. Oh, schöne Farbe. Diese also, Feigen. Da kann man wirklich nur sagen, es macht Freude, auch zuzuschauen. Und ich war noch nie so der Jakobsmuschelesser. Also wie du. Du liebst es, glaube ich, liebe, ne? Ja. Aber wenn ich so sehe, wie du das mit Herzblut zubereitet hast an diesem Fest, werde ich da auf jeden Fall nachher mal probieren. Kommt da jetzt wieder Fleur de Sel rüber? Fleur de Sel, ja. Kannst du noch mal erklären, wie, du hast einmal so schön erklärt, was genau das Fleur de Sel ist. Könntest du noch mal bitte erklären? Ja, Fleur de Sel ist ja französisch, ne? Das heißt die Salzblume. Und quasi an warmen Tagen, aber es muss auch sehr, sehr windstill sein, dann ist so quasi in den Salzwiesen, wenn sich oben auf dem Meer, wenn das Wasser verdunstet und das Meerwasser verdunstet, dann ist das quasi das, was man mit der Hand abschöpft und dann bilden sich diese Salzkristalle. Das ist Fleur de Sel. Genau. Das ist jetzt bereit. Jetzt als zweites. Das wäre ist es erstes. Jetzt ein Hauptgang oder ja, ist es eine Vorspeise? Also so drei Stück, mhm, es ist eine schöne Vorspeise. Mhm. Aber wenn wir sechs Stück pro Person geben und anstatt also extra noch vielleicht eine schöne Kartoffel, mhm, eine schöne Basmati-Reis zum Beispiel, das mhm wäre auch eine Hauptgang. Aber Jakobsmuscheln haben wirklich sehr, sehr viel Eiweiß. Also ich bin ja schon nach einer da sehr, sehr satt. Geht dir das nicht so, wenn du viele Jakobsmuscheln isst? Nein. Weil ich finde auch, das Fleisch ist sehr fest. Ja. Ne? Es ist weich, aber es ist eher fester von der Konsistenz her, finde ich. Aber es kommt wahrscheinlich auch auf die Jakobsmuschel an. Mhm. Aber es ist wirklich eine hervorragende Proteinquelle und wirklich auch Mineralien und Jod, liebe Zuschauer, was man bei Meeresfrüchten einfach schnell verfügbar hat und der Stoffwechsel auch dann gut nutzen kann. Also die Zelle. Ne? Die Zelle kann die Mineralien aus den Meeresfrüchten sehr gut aufnehmen. Mhm. Was machen wir jetzt, Georgia? Jetzt? Ich mache das als zweites, aber das wäre eine schöne Amuse-Bouche. Mhm. Amuse-Bouche ist also ja, ein Gruß auch der Küche. Eine Freude für den Gaumen, bevor das Fest mal losgeht. Ja. Und das sind die großen Garnelen, die werden jetzt einfach wahrscheinlich gebraten, oder? Genau, ja. Aber mhm, das wäre zu einfach. Deswegen, also nicht, dass es schwierig ist, aber es ist ein bisschen schöner. Mhm. Wir haben hier wieder Limettenblätter, sehe ich. Wir machen eine Marinade. Die kaufst du immer tiefgefroren, ne? Oder ja, bekommt man die auch getrocknet? Nein. Also normalerweise bekommen wir das tiefgefroren. Tiefgefroren, ja genau. Ja. Und wir tauen sie dann für die Sendung quasi auf? Oh,
Und ich meine Sammy Klaus. Er stört mich. Und ein bisschen Agavendicksaft, ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl, also ein bisschen viel. Es muss marinieren. Mhm. Und wie lange? Mehr, più marina, più prende il gusto. Okay. Also desto länger die Garnelen in der Marinade legen, desto stärker, desto intensiver, desto aromatischer ist natürlich dann auch der Geschmack. Das heißt, die Garnelen sollten Sie vielleicht marinieren am Morgen und am Abend zubereiten oder auch zur Mittagszeit, einfach, ja, dass Sie die dann parat haben. Genau, ja. Und oh, ja, mhm, ich liebe es. Es hat durch den Ingwer was sehr Winterliches, aber irgendwie durch die Limettenblätter auch was ganz Erfrischendes, Sommerliches. Ja. Mhm. Also man kann es, glaube ich, zu jeder Jahreszeit auch zubereiten. Also auch zum nächsten Osterfest. Kein Öl, weil die sind schon mariniert. Sehr klar. Mhm. Sehr schön. Also Fazit ist eigentlich, liebe Zuschauer, für uns hier in der Küche, dass wir wirklich auch darauf achten, wo kaufen wir den Fisch ein? Beziehen wir Meeresfrüchte? Ja oder nein? Und dann achten wir darauf wirklich, dass es, ja, dass sie aus Bio, aus einer Biozucht kommen, dass sie lokal sind. Und auch wenn ich im Restaurant bin, dann esse ich nicht die, ich esse keinen Thunfisch zum Beispiel. Das würde ich nicht essen, der ist oftmals mit Quecksilber belastet. Und wo man immer auch gucken muss, ist, oder was man wissen sollte, ist, dass der Fisch ja an sich aber auch sich schützt. Der hat sehr viel Selen und das bindet dann natürlich wieder das Quecksilber. Das heißt, ich kann schon mal Ausnahmen machen. Ich kann mal den Lachs essen und dann, wenn ich eingeladen bin, essen. Ich kann auch mal ein Stück Thunfisch essen. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich trotzdem nicht tun. Aber desto höher der Selengehalt im Fisch, desto mehr ist von dem toxischen organischen Quecksilber auch gebunden. Okay. Ich rede immer die ganze Zeit von Quecksilber, aber es gibt natürlich auch noch andere Metalle, ne? Hast du jetzt die Maracuja, einfach nur die Maracuja? Ja. Nichts anderes? Nichts anderes. Interessant. Das ist unglaublich. Die Säure, die Süße, mhm, mit den Garnelen, es wird wirklich sehr lecker sein. Und das ist eine schöne Da bin ich gespannt. Apfel. Es ist alles lecker, was du machst, Georgia. Ich bin wirklich hoch begeistert an diesem Fest. Und wir wünschen Ihnen, liebe Zuschauer, ich mit meiner Schneemannnase und Georgia als Sammy Klaus, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und freuen uns, wenn Sie dann auch zur nächsten Sendung, zu unserer Silvestersendung oder auch im neuen Jahr wieder einschalten. Bis bald. Tschüss. Bis bald.